Ahu, liebe Schildmeiden und Wikinger, willkommen zurück zum Lok Leipzig Let's Play. Heute Pokalspiel gegen Bövinghausen und da spielt kein geringerer als, hier ist er, Kevin Großkreuz. Der ein oder andere wird ihn schon kennen, viel große Zeit bei Borussia Dortmund gehabt natürlich, daher sollte man ihn auch kennen. Ich bin die ganze Zeit überlegen, wie ich es angehen werde. Ich werde Isa Dogan trotzdem spielen lassen heute, ich brauche hinten diesen Backup. Ich werde auch Egilseder bringen und ich werde Sir spielen lassen. Ich will die nicht auf die leichte Schulter nehmen. Said weiß ich nicht, dafür bringe ich Keller. Said erstmal als Backup. Weigel ist okay, aber wenn Pfeffer... ich werde Weigel dann für Abderramdane bringen. Und vorne fange ich mit Zille an. Das einzigste Problem, was ich sehe, wird eventuell noch Salewski sein. Aber... da müssen wir mal gucken. Der Junge hat es eigentlich drauf. Er könnte, ne? So. Normalerweise sollten wir... sollten wir hier absolut... ich mach Pass in die Tiefe hier nochmal rein. Sollten wir hier absolut überragend sein. Die Pressekonferenz, die gebe ich jetzt ab. Da möchte ich jetzt nichts reden. Ich möchte jetzt gleich ins Spiel reingehen. Ich will hier auf jeden Fall, wir dürfen die nicht unterschätzen, aber wir sind auch Favorit. Normalerweise musst du hier locker einen Sieg einfahren. Klar, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ich weiß auch nicht, wie das, wie soll ich das sagen, ich kenne die Mannschaft nicht, Bövinghausen. Wir wissen nichts über sie. Wir haben sie nicht scouten können. Das liegt aber auch daran, weil wir gar nicht im Profi-Geschäft unterwegs sind, sondern immer noch semi-professionell sind. Da müssen wir auch überlegen, ob wir da was ändern. Nichtsdestotrotz, wir müssen halt Gas geben und wir müssen hier heute einen Sieg einfahren. Und das ist einfach ganz klar. Ich soll es eigentlich auf Offensiv spielen? Weiß ich nicht. Wir können es umsetzen. Wir können ja mal gucken. Wir fangen mit Offensiv an. Wir schauen mal, wir schauen einfach mal, inwieweit es das gut geht. Ich würde gerne nochmal bei Altikanus gucken. Der hat auch einen guten Abschluss mit 10. Sollen wir mal versuchen, den auf Angriff zu setzen? Dass er einfach hier mit Salewski im Angriff agiert. Dass wir da nochmal zusätzliche Power von links und rechts haben. Wir können es probieren. Ganz einfach. Wir müssen gucken. Let's go, würde ich sagen. Also ich erwarte mir definitiv einen Sieg. Das ist ganz klar. Unsere Fans erwarten einen Sieg. Enttäuscht sie nicht. Das würde ich sagen machen. Lukas Sir ist wieder selbstgefällig. Super. Das bringt wieder uns keine Pluspunkte. Wenn wir jetzt gewinnen, ist mir das egal. Da können sie so selbstgefällig sein, wie sie wollen. Let's go. Gehen wir rein. Erste Chance Salewski. Erste Minute. Zweiter Schuss. Nicht schlecht. Erste gute Aktion von Salewski. So. Jetzt passiert wieder lange Zeit gar nichts. So, jetzt haben wir mal Chance für Bövinghausen. Anan. Sehr gut rausgespielt, Pfeffer. Ja. Großkreuz. Wow. Da war die linke Klebe. Pfeffer stark den Ball geholt. Altigan. Jetzt haltet den Ball. Zille steht. Sehr gut. Ja, nun ist keine Anspielstation. Foul. Ja. War keine Anspielstation. Haben wir nochmal Glück gehabt hier beim Schuss. Oh, Urban. Da musst du mitgehen. Egilseder sehr stark aufgepasst hinten. Altigan. Jetzt muss er Druck machen. Pfeffer. Wir sind in Überzahl. Spiel in die Mitte. Aber spiel ihn doch genau. Salewski. 1-0. Keller hat irgendwo Geld bekommen. Entschuldigung, muss ich kurz machen. Wenn er hier schon anständig in der Mitte spielt, Pepper, das muss er eigentlich in seiner... also er muss das eigentlich auf den Punkt bringen, so ein Ball. Und Salewski schön aus der Drehung. 1-0 für unsere Lok. Sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Dann kann man auch in der Halbzeit mal ein bisschen rotieren. So, Altigan. Zille macht noch 2-0. Macht er.
Frank Zille. Yes. Sehr schöner Abstoß von Doğan. Hier Altigan passt auf, Anan ging schon weg. Und Zille startet perfekt rein. Pass in die Tiefe, da war er. Sehr gut. Zalewski. Jawohl, Frank Zille, 3:0. So habe ich mir das vorgestellt, so muss es eigentlich auch laufen. Sehr gut. Ja, kein Abseits, Sieg auf Zille. Sehr schön. So, haben wir nochmal vor der Halbzeit. Altigan bringt die Ecke rein. Keller. Boah, schöner Schuss von Keller. So, dann werde ich erstmal freudestrahlend verkünden, dass ich da sehr zufrieden bin. Und werde jetzt natürlich rotieren. Bringe jetzt Said für Keller. Weigel bringe ich für Abderramdane. Wer ist noch müde von euch, Jungs? Altigan lasse ich erstmal drinnen. Hinten in der Abwehr würde ich es gerne eigentlich erstmal dabei belassen. Ne, ich bringe Fofa für Urban. Und dann haben wir noch zwei Optionen. Ich denke mal, die würden dann Ogbidi heißen und Weber. Ich denke mal, da wären wir ganz gut aufgestellt. So, zweite Hälfte. Gehen wir rein. Macht so weiter wie in der ersten. Und dann ist das alles super. Lobst du mal. Sehr gut. Zalewski, Zille. Schade. War mehr drin. Das weiß Zille aber auch. So ein drittes Türchen würde sogar ganz gut tun. So ein Hattrick im Pokal. Ach, Jungs. Es muss immer eins sein, ne? Was ist passiert? Schau mal hin. Ja, Brandt geht weg. Warum Brandt da nicht dran bleibt? Das ist unbegreiflich. Und holt sich da auch noch eine gelbe Karte. Der baut in letzter Zeit extrem ab, der Brandt. Wie gesagt, es kann geschuldet sein an der Situation, dass wir halt immer noch diesen semi-professionellen Fußball spielen. Dass wir zu wenig Training haben für die Jungs. Ist schwierig gerade. Ist absolut schwierig gerade für mich, wie ich es richten soll. Ich werde jetzt Ogbidi bringen. Im Ogbidi kannst du auch links spielen. Nee, komm, mach keine Experimente jetzt. Bring den hier für Altigan. Der braucht es. Und ja, Sirk oder... Ja, dann machen wir einen Positionswechsel. Weber für Sirk. Ich denke mal, es sollte auch nichts mehr anbrennen. Es ist alles in Ordnung jetzt so. Wir gehen jetzt auch auf kontrollierte Spielweise. So, Mross. Nochmal mit dem Abstoß. Zille, Pfeffer, sehr schön durch. Weigel steht. Weigel ist da. Zu unplatziert. Aber ist okay. 3:1, es ist in Ordnung. Wir haben das Ding gewonnen. Egelseder ist fix und alle. Ne? Egelseder fix und alle, ey. So, Brandt, du hast Zeit. Weber. Wenn nichts geht, einfach mal nach vorne dreschen, ganz klar. Das zweite Mal nochmal hinterher. Anstatt das mal spielerisch zu lösen. Ich muss überlegen, ob ich da in den Profi, ob wir reinkommen in den professionellen Fußball. Dass wir von dem Semi weggehen. Ich glaube, wenn wir noch mehr Training hätten, besseres Training, können wir viel mehr auswarten. Ogbidi, Zille. Schade. Hätte ich mir gewünscht, dass er seinen dritten noch macht. Aber gut, ist okay. Aber der Egelseder, der braucht eine Pause im Spiel gegen Luckenwalde. Den kann ich da nicht nochmal bringen.
Jawohl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. 3-1 gewonnen. Finde ich in Ordnung. Schöner Sieg. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Mehr brauche ich da nicht sagen. So, gab es irgendwelche VfB Lübeck? Oh, ich kriege jetzt schon Panik, wenn ich den Namen lese. Da kriege ich jetzt schon Panik, ne? Ich hoffe nicht, dass wir die jetzt schon kriegen. So, dann gucken wir erstmal. Chancenverwertung rettet am Ende Lok Leipzig. So schlimm war es nun auch nicht. Wir beginnen in die dritte Runde. Maric sieht Positives aus der Niederlage. Ja, das ist richtig, die war nicht schlecht. 12.000 kriegt man. Okay. Abschließende Pressekonferenz. Da gehen wir mal hin. So, was habt ihr denn? Das Märchen geht weiter. Ich bin zufrieden. Glauben Sie, Ihre Mannschaft ins Finale einziehen kann? Darüber möchte ich im Augenblick nicht reden, das ist viel zu früh. Felix Brandt hat in dieser Saison mittlerweile 5 gelbe Karten gesammelt. Bereitet Ihnen das Sorgen? Auf der Position, auf dem ich ihn einsetze, muss man mit der einen oder anderen Karte rechnen. Das ist richtig. Ihre Mannschaft hat heute gewonnen, obwohl sie es ein zweifelhafte Schiedsrichterentscheidung. Da gehe ich immer auf neutral. Das mache ich nicht. Ja, hier, ihr könnt mir mit dem Schiedsrichter auf den Sack gehen ohne Ende. Schwache Form bei Cheong. Mir war das klar, dass der nicht spielt. Der Ahn Sang-Gong. Aber er ist halt auch zu einer ganz großen Mannschaft gewechselt. Ne? Ich kenne ihn, den Trainer, nicht, das ist klar. Ob das Training von Mike Salewski auf dem Trainingsplatz, ob das den Aufwand überhaupt wert hat. Hallo? Kaum einer hat er gedacht, dass Frank Zille in seiner neuen Rolle derart aufblüht. Wie bewerten Sie das Ganze? Der ist auf jeden Fall richtig gut gewesen. Der spielt richtig gut zurzeit. Ist echt so. Unser Frank, Mensch. Da haben wir nochmal einen richtig guten geholt. Super war er. So. Wie sieht es denn jetzt kohlenmäßig aus? Können wir da mal irgendwas sehen hier? Naja, neun. Geld haben wir nicht gekriegt, ne? Das ist so kurz, ey. Wir haben nichts an Kohlen. Ach, bei Vorstand wollte ich nachfragen. Das machen wir jetzt gleich. Bitte was? Im dritten musste so manch ihr lustiger Name gegen einen klassisch tieferen Verein die Segel streichen. Wobei sich wohl die größte Sensation in der Fly-Alarm-Arena zutrug, wo der Oberligist-Verein Paderborn 2 den Vorjahresabsteiger FC Würzburger Kickers besiegte. Okay. Okay. Das ist natürlich, ja. So, pass auf. Vereinsziel. Wir gehen mal gucken. Ne, Entschuldigung. Anfrage Vorstand, genau. Und zwar, wo haben wir Profi-Status? Und da würde ich nach Gehaltsbudget nochmal fragen. So, die haben wir raus, die Frage. Und ich würde auch gerne nochmal nach dem Gehaltsbudget fragen. Vielleicht haben wir Glück und sie sagen, jo, du machst einen guten Job. Hast du verdient, kriegst du hin. Ne? So, Treu, wir machen gleich die Aufstellung. Treu kommt rein. Siach, Egilseder. Lass ich so stehen. Urban lasse ich stehen. Egilseder weiß ich noch nicht. Eventuell würde ich dann dahin gebringen. Oder eher Weber. Ich weiß es noch nicht genau. Der ist halt fix und fertig. Ne? Komm, ich bringe mal Weber. Dann ziehe ich aber Siach wieder rüber. Dann machen wir das so. Hier bringe ich Ricardo Grimm. Ganz klar. Und vorne ist Jana. Und dann sind wir eigentlich so gut wie aufgestellt. Falsch sind wir nicht. Dombrovka geht raus und auf links Rangelov. So. Sieht doch gut aus. So sieht das doch sehr gut aus. So fühle ich mich wohl. Aus Offensiv macht kontrolliert. Und dann sind wir da eigentlich durch. So, jetzt mal gucken, ob wir die Entscheidung kriegen, dass wir vielleicht eventuell in den Profifußball einsteigen dürfen. Und eventuell noch so ein bisschen Gehaltsbudget oben drauf kriegen, das wäre ganz gut. Wir gucken mal. Bis jetzt haben sie sich noch nicht geäußert. Bei Fofa gibt es keine positiven Trainingsentwicklungen, keinen Fortschritt, deswegen gibt es auch kein Lob von mir. Vierte Runde Auslosung heute. Let's go. Wir ziehen natürlich wieder jedes Team sofort. Und dann sehen wir, dass wir auf TSB Flensburg treffen.
Okay. Wo spielt ihr? In der Landesliga Schleswig-Holstein sind sie Zweiter. Also ich würde jetzt bisher sagen, dass wir gutes Losglück haben. Muss ich euch ehrlich sagen. Also bisher brauchen wir uns da nicht zu verstecken, ne? Seid ihr da? Ja. So, Luckenwalde. Luckenwalde haben wir jetzt vor der Brust, Tabellenplatz 9. Mal gucken, ob die Serie weitergeht, ne? Sich nicht mehr wegen mangelnder Einsatzzeiten beunruhigt. Gott sei Dank. Antwort auf Profi-Status abgelehnt. So sehr wir auch selbst gerne unseren Verein professionalisieren wollen, können wir die Zusatzkosten nicht einfach ignorieren, die auf uns bei der Umwandlung in den Profis zukämen. Okay, ist klar. Wir sind wegen der finanziellen Situation des Vereins nicht bereit, darüber nachzudenken. Ja, ist in Ordnung. Ich habe es ja verstanden. So, Herr Sirch, dich kritisiere ich jetzt einfach mal mit einer, also alles mit 6 nehme ich noch so hin. Brandt, der macht ein super Training und im Spiel ist der absolut grottenschlecht. Der hat Stellungsfehler, das verstehe ich manchmal nicht, ne? Ach, wir sind Favorit, wenn ich das schon lese. Das mag ich gar nicht, ne? Ich bin eher so der Underdog. Ich bin eher so Mitläufer und dann. Aber hier, wir sind Favorit. Oh mein Gott. Wir müssen halt im Pokal weiterkommen. Die große Kohle. Said, ja. Auch hier ein bisschen Fortschritt, aber nicht größenwahnsinnig, ne? Aber einen Trainingslehrgang können wir machen, oder was? Ja, alles gut. Dafür ist das Geld da. Neuwahlen bei Lok. Der aktuelle Präsident Felix Schneider ist für die zweite Amtszeit berechtigt. In Kürze sollte bekannt gegeben werden, ob er zur Wiederwahl bereit ist. Ja. Wir brauchen Geld. So ein bisschen Geld bräuchte man dann doch schon, ne? Aber ich will auch keinen Mutterverein holen oder so. Da habe ich keine Lust zu. So, Cottbus gegen Hertha, das ist natürlich super. Wenn die unentschieden spielen, ist das gut für uns. So, Begegnungen. Was haben wir denn noch? Hertha gegen Cottbus. 1 gegen 2. Dann unentschieden. Wir gewinnen. Sind wir Zweiter. So schön wäre es. Ja, nee, offensiv gehe ich jetzt nicht, Leute. Bleibt mal ganz locker und entspannt hier. Die Vorschläge kannst du mir gerne machen. So, gehen wir rein. Fitnessmäßig sieht alles gut aus. Finde ich in Ordnung. Egilseder, wo ist er denn? Ja, der kriegt seine Pause. Das machen wir jetzt so. Let's go. Luckenwalde. Ein Sieg wäre echt schön, ne? Wir sind gut drauf und haben eine Serie. Lasst sie uns fortführen. Sehr gut, Herr Urban, dass Sie wenigstens zustimmen. So, mal gucken, ob man jemanden kennt hier von Luckenwalde. Ich glaube es zwar nicht, aber. Hohenstein, Einsiedel könnte man kennen. Borowski, glaube ich auch, der war. War der nicht mal bei. Nee, das ist ein anderer. Borowski ist doch Kölner gewesen, oder? Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr es wisst, sagt's mal. Und Einsiedel, der sagt mir auch irgendwas. Freiburg, habe ich den irgendwie im Gefühl. Aber ich kann mich auch extrem täuschen. So, wichtig ist jetzt hier 4 Punkte. 3 Punkte. 4 Schüsse haben wir schon gemacht. 4 Punkte wäre natürlich super. So, Einwurf für Luckenwalde. Okay. Jawohl, Pfeffer! Spiel durch! Oh, dann doch aber anständig. Oh nein, nein, nein. Dennis Rohnstein. Was macht da Dogan? Was macht doch bitte Dogan? Warum, wenn er rausgeht, dann muss er da konsequent rausgehen. Und Weber. Entschuldigung? Den habe ich wegen seiner Schnelligkeit geholt. Aber das war doch gar nichts gerade. Oh, wieder Weber Rohnstein. 2-0. Ich raste aus hier, ne? Zweiundzwanzigste Minute. Der macht einen Abstoß.
Wir verlieren hier das Kopfballduell. Weber ist wieder nicht dran. Und dann ist das einfach brillant gemacht. Da muss man auch anerkennen. Aber trotzdem, das ist lächerlich, was wir hier spielen gerade schon wieder. 24 Minuten. Guck doch mal dahin. So ist Jane. Mach's. Ist kein Elfmeter. Mach weiter. Latte. Oh mein Gott. 0:2 gegen Luckenwalde hinten. Da kriegst du die Krise, ne? Es kommt nichts mehr rum hier gerade. Sieh, der ist 2 Meter groß. Einsiel gewinnt das Kopfballduell. Das gibt's nicht, da rennt jede weg. Was ist das für ein Spieler? Den muss ich mir kurz angucken. Der ist brillant. Den muss ich scouten. Der ist Wahnsinn. Passen und Technik ist mir im Sturm aber egal. Aber guck mal hier. Und schnell ist er. Boah, der ist richtig gut. Das soll jetzt nicht sein, ja, ist okay, dass wir 3-0 hinten liegen, aber das ist ja Wahnsinn. Nur was bei uns hier gerade abgeht, das weiß ich nicht. Also 0:3. So, ich werde das jetzt hinten komplett auflösen. Entschuldigung, ich muss jetzt in die Kabine. Was war das denn? Zack, da, mehr geht nicht. Da muss ich auch mal Arschloch sein als Trainer. Siane rüber, Weber raus. Weber absolute Vollkatastrophe. Es tut mir leid, es ist echt so. So, zack, Zille rein, Zille als Knipser. Und ab der Ramdane, den lasse ich jetzt nochmal drauf. Weigel bringe ich dann kurz davor. Und ja, Feuer. Ob wir ein 3:0 aufholen, das glaube ich nicht. Also, das ist kein Pokal. Und Rothenstein, sorry, aber der ist einfach brillant. Wenn nicht mal diese Bälle ankommen, von ruhenden Bällen, ja, was soll ich da sagen? So, der schießt ihn wieder 3 Meter weg. Zum Gegner, da kriegst du Kass. Da krieg ich Plack, ne? Und dann so eine Scheißaktion, rote Karte für Treu. Ey, sorry. So, ich wollte dran Dan eh eine Pause geben. Oh mein Gott, bring hier Fofak. So, bring hier noch Weigel jetzt. Er soll auch von hinten raus Akzente setzen, keine Ahnung. Ich bin sprachlos gerade, ne? Komm, bring ich Ogbidi noch. Treu, das ist, weiß ich nicht, also. Wahnsinn, ich bin sprachlos. Tut mir leid gerade, ne? Weigel, klasse. Klasse. Ja, spielt euch die Bälle hinten zu, dann kriegt gewiss kein Gegentor. Da fehlen mir die Worte, ne?
Schönes Tor. Ich kann mich da aber nicht freuen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das gibt's gar nicht. Da fehlen mir absolut die Worte. 1:3. Zwei zu drei. Okay. Was passiert? Sind wir jetzt wach geworden, ja? Was ist das für ein Spiel hier? Wir spielen in Unterzahl und spielen gerade besser als die erste ganze Hälfte. Guck dir das mal an hier. Kovac. Na gut, das kennen wir ja. Borowski. Zirch. Abseits. Ich wollte gerade sagen, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Ja, ist abseits. Wieso können sie jetzt Fußball spielen? Das verstehe ich nicht. Das gibt es nicht! Was ist denn das? Das habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Na, oh, Leute! Und der Knallkopf! Dieser blöde Knallkopf! 3-4. Klar hätte ich jetzt reagieren können, jetzt sagen können, okay, wir haben 3-3, ich ziehe jetzt alles nach hinten, stell die hinten rein, aber warum? Wofür? Fünf Tore von Rothenstein, der Typ ist doch nicht normal, oder? Ja, die Jungs sind kaputt. Komm, pfeif ab. Es ist gut jetzt. Pfeif einfach ab, bitte. Unfassbar. Abseits. Wahnsinn. Wahnsinn hier, ey. Es ist doch nur gut. Hä?
Ich bin echt sprachlos, ne? Ich bin stolz auf den Einsatz, ja, das kann ich sagen. Von denen, also das ist ja, keine Ahnung. 3 zu 5, wieder einer auf den Sack gekriegt und wieder runtergerutscht. Hier von 3 auf 6, guck dir das mal an. So, und Hertha und Cottbus spielen unentschieden. Wie es so hätte es kommen müssen. Wir waren aber auch selber dran schuld. Das ist einfach so. Das ist. Klar kann ich mir jetzt den Vorwurf geben, es steht 3-3, warum machst du nicht defensiv? Aber ganz ehrlich, ich weiß es doch auch nicht. Manchmal denkt man da anders drüber. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Gott sei Dank sind wir im Pokal weiter. Luckenwalde können wir irgendwie verschmerzen, das kriegt man doch schon hin. Aber dieser Rotenstein, Junge, der wird mir erstmal ein paar schlaflose Nächte bringen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.